Wenn meine Rechnung nicht ganz falsch ist, dann müsste das hier Part 29 sein von Let's Play Child of Light. Wir begeben uns zum Tempel der Sonne in den tiefsten Tiefen, waren auf dem Pfad des Lichts und ach, was wir noch nicht noch alles hier erleben werden. Bin mir nicht sicher, ob ich hier auf dem richtigen Pfad mich befinde. Aber glaube ganz verkehrt nicht. Nikolus. Jawohl. So, und das nächste Fischwesen wartet hier auf uns. Und wir wissen ja, der ist selten allein. Oder die sind generell selten allein. So. Der hier wird von uns gelähmt. Und da ist Rubella jetzt unterwegs. Jawohl. Und Golem ist zwar nicht der schnellste, aber er ist stark. Ja. Und wie? Das darfst du auch mal. Du beschleunigst dich. Das ist schön, du hättest eher deinen Kumpel beschleunigen sollen. Oh, der weicht aus. Das war natürlich sehr cool von ihm. Aua. Golem, du hast die Erlaubnis, ihn kaputt zu machen. Jawohl, und das macht Golem auch. Und Ignikulus ist schon wieder erschöpft. 64 immerhin. Aber er kontert. Oh, 64 zurück. Aber unsere liebe Rubella ist schneller. 64. Kontert. 64 zurück. Okay, ob das immer das gleiche ist, weiß ich nicht. Aber da kontert er jetzt wohl nicht. Nee. Der kontert schon wieder. Ja, es ist 64, ist irgendwie so die Standardgeschichte. So, Nikolus, du hast wieder aufgeladen. Bist schneller, Nikolus. Jetzt ist er aber unterbrochen und darf nicht kontern. Meine nette Abwechslung. Ja, das war's. Okay. Und Robert darf aufsteigen. Ups. Robert darf aufsteigen. So. Was geben wir dir, Robert? Sicherer Schuss erhöht die Chance, einen kritischen Treffer um 15%. Die ist eine Passivfertigkeit. Die will ich haben, Leute. Auf die spare ich. Und Finn. Magieaufwertung. Mach mal. Der Robert muss sparen. Oh, da ist wieder so ein Zettel, Leute. Ups. Bekenntnis Nummer 13. Oh. Ist das 13? Ja. An Herrn Elme vertraulich. Heute Abend auf der Suche nach Äpfeln. Keine Sorge, ich benutze die Zeichnungen giftfreier Äpfel aus dem Buch. Sah ich ein schwebendes Schloss in der Ferne. Ich nehme an, die Königin des Lichts lebt hier. Wie es wohl ist, über Lemuria zu herrschen? Die Karte zeigt ein ziemlich großes Gebiet. Seit Tagen streife ich umher und habe nur einen kleinen Teil von Alt-Lemuria gesehen. Was werde ich noch entdecken? Hoffentlich finde ich sie bald. Nachdem ich ein paar Äpfel auf dem Feuer gebraten habe, nutze ich die erlöschende Flamme, um Balthasars Buch zu durchforsten. Dabei fällt mir Folgendes auf. Märchen sind nicht so kindisch. Gestern habe ich sogar einen Greif gesehen. Geheimnisvolle Entdecker haben hier vor langer Zeit Städte errichtet. Einige davon sind noch bewohnt. Sophie Ashton Ellis. Okay. Sagt mir alles nichts. Oh, da ist der nächste, Leute. Jetzt geht's aber hier zack, zack zur Sache. Das muss ich schon sagen. Okay. Wieder mal Rubella. Wie schaut's denn da aus, Rubella? 91, das ist gut. Golem. 88, das ist okay, aber auch nicht mehr als okay. Weil die sind nämlich
nicht weniger fett drauf als wir. 45. Zu wenig. Viel zu wenig. Schauen wir mal, wie die sich schlagen. Ich glaube, aber gegen die Gegner sind die kein so ein tolles Team. Und Robella ist zurückgeworfen. Und Robella geht's auch nicht mehr prächtig. Aber eine Runde macht sie noch. Immerhin wirft sie die anderen zurück. Ah, oh. Ah, die wollen unsere Robella kaputt machen. Deswegen tauschen wir sie jetzt aus. Aber gegen wen? Aber gegen wen? Ich nehme mal Robert, damit der auch mal ein bisschen darf. Ach, jetzt wird er aber zurückgeworfen, der Robert. Nochmal, Robert. Bist du dran? Ich versuche mal mit dem Golem gegen den. Ich weiß nicht mehr, die Wasserspeier, gegen was die allergisch waren. Oh, der hintere ist ausgewichen. Oh, und kontert gegen unseren Robert. Ja. Weiß nicht mehr, gegen was die Wasserspeier allergisch waren. Es ist schon auffällig, Leute, dass wie man gegen alle Gegner, die jetzt da kommen, alles Mögliche aufbieten muss. Die sind einfach... Okay, Robert ist auch nicht so der Bringer. Armer Golem. Es scheint aber hier keiner von denen heilen zu können, deswegen lasse ich mal den Robert noch ein bisschen. Oh, der darf vorher. Und Robert ist aber zumindest ausgewichen. Sehr schön. Okay. Ah, der obere wäre... Ah, den oberen hätte ich angreifen müssen. Okay. Golem geht's nicht gut, aber... Und er wirft unseren Robert zurück. Der flickst. Ah. Wenn Golem drankommt, wird er getauscht. Okay, der da hinten ist weg. Halt tauschen. Gegen... Na, ich probiere mal den Finn. Und der soll mal bitte... Lauffeuer alle probieren. Ah. Verwundbar durch Feuer, jawohl. Ja, ah, den oberen haben wir. So, Junge. Du kannst uns jetzt noch gemeinerweise schaden. Aber besiegen wirst du uns nicht mehr können. So, dann tausche ich mal den Robert aus gegen... Ja, ich nehme mal jetzt den Oengus. Okay, der trifft auch nicht schlecht. Ja, genau, Leute. Okay, Stufenaufstieg für Aurora. Sehr schön. Gut. Müssen wir mal hier uns den Weg weisen lassen. Ah. Magieresistenz Sternenstaub. Okay. Geht's dann irgendwo lang oder müssen wir da runter? Was ist das? Das sind nur... Ah, und hier können wir... mit Igniculus... Das ist Zymbels Weg, wir sind richtig. Wir müssen ihm folgen, das ist wichtig. Okay, ich kann hier nichts aufladen. Weil Aurora aufgeladen ist. Zymbels Weg.
Einsammelteile. Alles Mögliche sammeln wir ein. Glühwurm-Elixier. Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Oh, ich muss doch da oben rauf irgendwie. Ah, oh, sorry, Aurora. Schon wieder ein Gegner. Aber jetzt können wir Aurora heilen. Wir sind gut, das ist der Beweis, okay. Okay. So, Igniculus. Laden wir dich auf und überraschen diesen Typen mal. Okay. Oh, Angus, hau mal auf den hier. 81 wasserresistent, oh Angus, du bist begehrt. Blitzschlag auf dich. Ja, aber er kontert, armer Finn. Oh Angus, du wirst jetzt mal getauscht gegen Rubella. Der 32 ist okay. Er beschleunigt sich. Wird ihm aber nicht viel helfen. Verwundbar durch Blitz. Aber er kann immer kontern. Das ist gemein. Das hält unser Finn jetzt auch nicht mehr lange durch. Okay. Der stärkt sich irgendwie. Moment. Warte doch mal. Das ist doch sonst unfair. Finn. Blitz auf den hier bitte. Rubella, draufhauen auf den hier bitte. Komm schon, Finn, mach ihn alle. Ja. Verheerend. 64. Ich guck mal, ob der auch verwundbar ist durch auf Blitz, wenn ich drankomme. Wohl nicht. Wohl nicht. Ich versuch's trotzdem nochmal, Finn. Eine Runde hast du noch. Ich darf immer kontern mit 64 gegen 64. Ja, der ist auch verwundbar durch Blitz. Okay. Wirf ihn mal zurück, Rubella, wenn es geht. Ja, das geht. Aber er darf kontern. So eine Überraschung. Aber unserem Finn geht es jetzt wieder gut. Ah, und zwar hoffentlich im Gegensatz zu dem Typen hier auf der rechten Seite. Oh, Rubella geht es nicht so fit. Jawohl, das war's aber, Leute. Ah, Rubella ist knapp am Stufenaufstieg vorbei, aber dafür hat Golem einen. Und Oengus. Igniculus ist erschöpft, klare Sache. So, jetzt schauen wir mal. Aurora. Bekommt Magieaufwertung, ganz wichtig für Lichtzauber. Robert hat eins, der bleibt auch so, da wollen wir ja den zweiten haben. Oder? War das der? Ja, passive Fertigkeit. Verteidigen reduziert den Schaden durch Angriff um 80% und erhöht die nächste Runde das Tempo. Oh, okay, der klingt auch gut. Auf den spare ich auch mal. Zurückwerfen 20% Schaden, alle dunkle Kreaturen auf der Zeitleiste um 20% zurückzuwerfen. Passive Fähigkeit, das machen wir auch.
So. Wo ist denn das jetzt hin? Wohin diese Pfeile uns führen? Das goldene Viereck können wir damit aufspüren. Goldene Viereck oder Versteck? Habe ich das falsch gefunden? Ach, das ist gemein, da habe ich es jetzt nicht gesehen. Ein geschliffener Amethyst. Unaufhaltsamkeitselixier. So. Da ist nochmal ein Fisch in der Luft, aber in der Wasserluft sozusagen. Nee, den greife ich jetzt mal nicht an. Oh. Becken, gib mir frei die Sicht. Zeig mir Vaters Not in hellem Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Okay, das war ein kurzer Flashback oder eine kurze Vision. Super, dankeschön. Einfach auf den Nikolus drauf. Ohne Gnade, da sitzt einer. Aber den kann ich nicht von hier aus nicht angreifen. Okay. Was ist das für ein Krach? Bleib dort, sei hellwach. No.